zu, zurück. Gucken, was wir jetzt hier tun können. Dann machen wir mal die Tauscherei noch. Was ist dieses Land doch sonderbar? Ich hoffe, ich komme hier vorne mal runter irgendwie. Was denn? War der Ehen-Quest in den vergessenen Krypten in... Sag schon, wo sind wir hin? Dishan? Nee. Dishan? Hm? Da kriegst du dann am Ende der Quest einen Fleischsack. Noch gestorbene Frau kann es hinlegen, dann kannst du vielleicht erst dann irgendwie mit dem Stein gemacht haben. Aha. Ach so, ja, alles klar. Hm. Mysteriöses Fleisch hier, da fängst du an zu kotzen. Ja, ist das geil. Ich habe gehört, diese Pilze sollen köstlich. Wir laufen scheiß Jahre nebeneinander. Die Fähigkeit mit dem Leichen heilen ist richtig cool. Ist der Typ. Oh, hier steht schon wieder so viel Scheiß rum. Hallo.
Willkommen in Shard Astula. Ich kümmere mich um die Sammlung von Manuskripten und Büchern in der Schule. Vielleicht. Aber ich habe schon alles gesehen. Ich glaube nicht, dass mich noch irgendetwas überraschen könnte. Lasst mich mal einen Blick da. Ach, du Schande. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Originalausgabe von Die Kunst des Liebens und des Fechtens vom nordischen Dichter Fjocki. Fjocki war ein Barde von außerordentlicher Fantasie, aber deutlich beschränktem Geschick. Laut seiner epischen Strophen ist er keiner einzigen Kreatur begegnet, die er nicht hätte lieben oder töten können. Oder beides. Nein, es ist reißerischer Schund und in etwa so selten wie Guar. Aber ich muss gestehen, dass ich seit meinen Jugendtagen selbst eine kleine Schwäche für Fjocki hege. Was wollt ihr dafür haben? Dutzende von Werken beschäftigen sich mit einzelnen Aspekten, aber kein Buch könnte dieses gewaltige und verworrene Thema je umfassend beschreiben. Versucht es doch mit diesem hier, der gediegene Dunmer. Es gehört ganz euch. Willkommen in Shard Astula. Die Akademie sollte mich lieber nicht enttäuschen. Ich habe mein ganzes... Es sieht nicht so aus, als würde ich hier sonderlich vorankommen. Mit vollem Magen konzentrieren sich Studenten am besten. Wenn ihr beim Wirken eines Zaubers hungrig seid, dann könntet ihr aus Versehen jemanden in einen leckeren Kuchen verwandeln. Ja, warum nicht? Und wir wollen ja nicht, dass das geschieht, oder? Was heutzutage nicht alles gibt für Köche. Der Beginn eines Semesters ist immer aufregend. Neue Gesichter an der Akademie bedeuten auch neue Kunden. Und willkommen in Shard Astula, dem stolzen Ausbildungsort für die künftigen Anführer der Häuser und des Pack. So, den Teleporter noch freimachen hier. Ach ja. Ja. Ach, diese Kack-Zombies schon mal.
Derzeit herrscht im Kloster etwas Unordnung. Wolltet ihr etwas Wichtiges? Ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll, aber habt ihr gesehen, was hier vor sich geht? Habt ihr Waffen und Rüstungen oder vielleicht sogar Zunderpech mitgebracht? Wir könnten gerade ein paar Kriegsmittel der Nord gebrauchen. Das ist ein Tierherz. Wie von einem Ochsen. Was soll ich denn mit einem getrockneten Ochsenherzen? Ich vermute, ihr wollt etwas im Tausch dafür. Die drei lehren uns, erfüllt eure Rechte und Pflichten. So. Sie verbrennen sie bei lebendigem Leibe und solch Zerstörung, solch Verschwendung von Leben. Dieses Gemetzel war völlig unnötig. Die Virianzu, heidnische Aschländer, haben Mutgnar angegriffen. Dies ist ein Ort der Heilung und der Zuflucht. Wir sind ein einfacher Orden, der die Träne des heiligen Belot einsetzt, um den an der Lodos-Seuche Erkrankten zu helfen. Ich habe so viele Überlebende um mich geschart, wie ich konnte, aber nicht jeder hat es dort rausgeschafft. Diese Monster, die Virianzu, werfen die Gefangenen in die brennenden Gebäude. Unser Anführer, Dolril Belvain, stürmte wieder rein, um weitere Überlebende zu finden und zu versuchen, die Träne des heiligen Velot zu beschützen. Er braucht Hilfe. Ich mache mir Sorgen um Dolril Belvain. Ich befürchte, dass unser Orden in solch schlimmen Zeiten ohne seine geistige Führung auseinanderfallen wird. Trotzdem beharrt er darauf, dass die Träne des heiligen Velot in unserem Besitz bleibt. Er kann es nicht ertragen, untätig zu sein, während andere leiden. Und deshalb hält er die ganze Zeit, wenn ihr es wissen müsst. Dolril ist einzigartig. Obwohl er der Führer eines Ordens friedliebender Heiler ist, ist sein Tatendrang groß. Er kann nichts dagegen tun, er wird von Ärger angezogen und er will immer Gutes tun. Velot vergoss die Träne, nachdem er die Chima aus Sommersend nach Morrowind brachte. Das Artefakt hat die Macht, Krankheiten zu heilen. Wir waren zwar nicht in der Lage, die Lodos-Seuche zu heilen, aber die Träne kann dafür sorgen, dass die Seuche die Körper der Kranken weniger schnell auszehrt. Ich weiß es nicht. Sie verehren Velot, nennen ihn den Propheten. Sie hassen diese Seuche und wollen die Reliquie wahrscheinlich für sich selbst. Aber sie haben unsere Arbeit gestört und jetzt sind überall Seuchenhöhlen. Brutale, hirnlose Monster. Ohne unsere beständigen Gebete, um die Macht der Träne zu lenken, wurden viele der Kranken plötzlich von der Seuche übermannt. Sie verwandelten sich in diese... Es sind ein... Ruhe! Sonst bemerken sie uns. Ich habe herauszufinden versucht, wie man sich wohl an all diesen Aschländern vorbeischleichen könnte, um ihre Vorräte zu verbrennen. Sie haben unseren Vater getötet. Nun haben ich und meine Brüder Rache geschworen. Aber das ist nur ein törichter Traum. Ich kann in etwa so gut schleichen wie eine Herde Gua. Aber ja doch. Ich würde ihre Vorräte wirklich gerne brennen sehen. Seid ihr jemand, der dort rein und wieder rauskommen könnte? Ohne sein Leben dabei zu verlieren? Ich könnte euch sogar eine Fackel geben. Wenn ihr es schafft... Vielen Dank für eure Hilfe. Ah!
Ich sehe die Durchtriebenheit in euren Augen und rieche das Blut auf eurer Waffe. Aber wenn ihr ein Verianzu seid, dann bin ich ein aufgeblähter Netz. Was bringt euch nach Mut Gnar? Heiler Sena macht sich zu viele Sorgen. Ich bin noch vor keinem Kampf davongelaufen und ich fange jetzt auch sicher nicht damit an. Die Verianzu, ha! Sie fürchten die Lodderseuche. Ihre Lösung besteht darin, unsere Mönche und die Kranken gefangen zu nehmen und sie alle ins Feuer zu werfen. Das werde ich nicht dulden. Ich mag mein Schwert gegen eine Mönchsrobe getauscht haben, aber ein Feigling bin ich nicht. Das ist die richtige Einstellung. Wenn es im Osten ruhig ist, dann geht man nach Westen, sage ich immer. Passt nur auf die Seuchenhöhlen auf und rettet, wen ihr könnt. Ich nehme dieses Kind. Lasst uns euch in Sicherheit bringen. Es sind noch so viele. Was für ein schreckliches Schiss, weiß ich. Aber Dolril ist nicht der Einzige, der die Erkrankten nicht im Stich lassen will. Die Medaillons bündeln die Macht der Träne des heiligen Velut. Trägt man eines, wird der Verlauf der Seuche verlangsamt. Als die Aschländer angriffen, wurden die Medaillons überall verschwunden. Oh, vielen Dank. Wenn ihr erfolgreich seid, bringt die Medaillons zu mir, nördlich von Gnar.
Naja, da kann ich wenigstens gleich noch ein bisschen Beidhändigkeit pushen hier. Nee, zu weit. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich wusste, dass Dolrin Hilfe schicken würde. Dank sei dem Tribunal. Hier drin wurde es so heiß. Gelobt sei Vivek. Hat Dolri euch geschickt? Hier noch Kackmönche, ey. Auf die Seite! Häusern drin oder was?
Ach, hier sind noch die letzten zwei. Dank sei dem Tribunal. Hier drinnen wurde es so heiß. Gelobt sei Vivek. Hat Dolril euch geschickt? Wird sterben und das Relikt bestimmt gestohlen, wenn ihr nicht rasch handelt. Sie fesselten ihn und warfen ihn in ein brennendes Gebäude. Und dann fachten sie die Flammen auch noch an. Sie betrachten seine Arbeit als Blasphemie und Feuer ist ihre Lösung für alles. Ihr müsst Dolril retten. Ich gehe jetzt, bevor mir auch etwas Schlimmes zustößt. Es wird aber auch Zeit, dass ihr auftaucht. Feuer. Das ist die Antwort der Virianzu auf alles. Laut ihnen reinigt es die Seuchenopfer und die Frevler gleichermaßen. Diese Quamaköttel. Ich habe versucht, einem Rudel Seuchenhöhlen auszuweichen und bin mitten in eine Patrouille der Aschländer gelaufen. Wir können nicht gehen. Noch nicht. Die Virianzu glauben, wir hätten die Träne des heiligen Velod entweiht. Sie haben vor, sie zu zerstören. Wir müssen ins... Danke, dass ihr mir aus diesem... Ich glaube, ich würde mir angewöhnen, einfach mal an dem Zeug vorbeizulaufen, sonst komme ich hier... Jetzt wäre ich mit Questen nie fertig. Träne wird im Keller aufbewahrt. Gehen wir und holen sie. Ihr Götter, so schwer hat es mich seit dem Krieg nicht mehr erwischt. Die Hexe muss einen Zauber auf die Träne gesprochen haben. Habt ihr das gesehen? Ich wurde quer durch den ganzen Raum geschleudert. Bei Veluts Hammer. Das sind die besten Nachrichten, die ich heute höre. Passt auf. Die Virianzu werden uns niemals gehen lassen. Nicht solange ihr Anführer noch lebt. Ich weiß, das klingt schrecklich. Aber es ist die Wahrheit. Ja. Ashkan Ginaza führt diese Aschländer an. Geht ins Lager der Virianzu und tötet ihn. Schneidet einer Schlange den Kopf ab und ihr Körper wird sterben. Dann werden sie die Träne des heiligen Velod. Trefft mich auf der Nordstraße, wenn ihr fertig seid. Ah!
Kriegsentscheidungen der Störer. Welches Wettbewerb sollen wir auch nicht spielen? So. Bauen wir mal. Bauen wir beste Supporter her. User disconnected from your channel. Eindringling in unserem Lager. Dafür werdet ihr sterben. Das war's. Vater, oh Vater, warum ist dir das zugestoßen? Dann wurden wir gerecht. Unser Vater ist immer noch tot, aber wenigstens haben diejenigen, die für seinen Tod verantwortlich sind, ihren Preis dafür bezahlt. So ist es. Es war eine tapfere Tat, Zendris. Habt ihr irgendwelche Medaillons erlangen können? Ich hoffe es. Ich weiß nicht, was ich mir dabei dachte. Vielen Dank. Sobald die Reliquie sicher ist. Ist es vollbracht? Ich habe bei den dreien. Hoffentlich verschwinden die Virian so bald. Ich bete darum, nicht alles noch schlimmer gemacht zu haben. Level 21. Ja, super, dann mache ich an der Stelle erstmal einen Break. Und dann gucken wir mal, wie es im nächsten Part weitergeht. Tschüss!